Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom LS19. Wir sind auf der Kandalin Version 1.1.0.2. Das neue Update ist da und wer auch dabei ist, ist der Batzi vom Batzi-Zock. Wir haben es geschafft. Ja. Ja. Wenn ihr so ein leichtes Schnarchen hört, dann ist das Batzi, der ist müde und von daher... Es ist wieder spät. Ihr seht es oben, 21 Uhr. Bei meiner Frühschicht ist das schon richtig spät. Wenn es kracht, dann bin ich vom Stuhl runtergefallen. Ja, schnall dich mal lieber an. So, das haben wir. Dann kann ich jetzt fräsen hier. Ja, wir haben ja letztens in der anderen Folge dieses neue Ungetüm gekauft hier. In dem schönen zarten Grün. Ja, und ich bin am Sonnenblumendreschen. Ah, hast du auf deinen Feldern Sonnenblumen gehabt? Ja. Sonnenblumen und Sojabohnen habe ich. Sojabohnen brauchst du ja eh, ne? Mhm. Das ist ja nicht schlimm. Sonnenblumen auch. Ah, okay. Ja, das ist doch noch besser. Ja. Ganz gut, der Häcksler, den wir haben, der hat 50.000, Eigentank. Ich frage mich zwar wo, aber die hat er. 50.000 Eigentank. Seit wann hat Häcksler Eigentank? Der hat das. Okay. Der hat das. Vor allem habe ich den, das ist ganz cool, ich habe den Annaburger Anhänger, der kannst du hinten schön hoch machen. Na, nicht da reinhauen, das ist kein Häckselgut, Junge. So. Dann könnte ich hier schön davor fahren. Mit dem. So, ja. Das ist unser neuer Drescher. Den habe ich mir jetzt gegönnt. Einfach mal. Unser Flame betritt den Server. Ne, noch nicht ganz, aber das Spiel zumindest. Mit dem neuen Update habe ich mir jetzt diesen Drescher von John Deere geholt. Mit Maisgebiss. Mit Mähwerk für. Na, hilft's mir. Weizen, Gerste und halt normale Früchte und einmal. Vor allem, wenn ich die den Weizen häcksle, habe ich irgendwie gefühlte 20 Bahn erst für eine Anhängerladung. Wenn ich aber nur das Stroh häcksle, habe ich wesentlich mehr Häckselgut. Und habe noch Weizen dann raus natürlich. So. Von daher lohnt es auf jeden Fall. Und ich kann mit diesem neuen Anhänger halt auch häckseln. Alleine ohne Helfer, weil ich ja die Bahn kann ja schlechter Helfer häckseln. Mhm. Klappt erst mit Curseplay, wenn man dann den Kurs vom Trecher hat, kann man mit Curseplay dann auch sagen, okay, Häcksler, fahr den gleichen Kurs nach, ne? Ja. Aber wir wollen nicht jammern, wir wollen klotzen. So, dann fahren wir hier abtanken. Ja, wir haben das jetzt geändert. Der Peter, der hat jetzt die BGA Kandelin. Der macht da seine Fahrzeugverleih und so ein bisschen drauf. Und ich habe schon zu Susanne gesagt, wir werden beim Lohnunternehmer, die haben ja die 2,5 Millionen, da holen wir 2-3 Trecker, die stellen wir hier auf das Grundstück vom Lohnunternehmen. Und wenn wir Leute haben, die halt mal spielen wollen, die gehen dann beim Lohnunternehmen rein und haben dann einen Trecker zur Hilfe, weißt du? Ja. Und dann machen die nicht mal was anderem, irgendwie Blödsinn oder so. Und derjenige, wo sagt, okay, jetzt kannst du mir helfen, der gibt dann einfach für den Zeitpunkt einen Lohnerstatus. Schon können die helfen, ansonsten halt auch wieder nicht. Das heißt, die können auch keine Felder von jemandem kaputt machen, wenn die keinen Lohnerstatus haben. Mhm. Aber im besten Fall haben wir die Höfe top besetzt. Und das wird schon. Synchro Party. Ja, so kriegen wir die 15 Minuten auch rum. Ja. Ein bisschen Pause von der harten Arbeit. Oh. Ja, das Problem ist, wollte ich gerade sagen, weil wenn Pause ist und du kannst die Füße hochlegen, dann schläfst du ja eher ein. Ja, wollte ich gerade sagen, weck mich, wenn es vorbei ist. Es geht weiter. Ja.
muss ich jetzt dann eh abdanken. Und ein Silber fahren. Ach, das habe ich vergessen. Ich muss meine Tasten neu alles belegen, alles löschen, neu belegen am Lenkrad. Irgendwie kann ich nicht abkippen. Herzlich willkommen zurück. Hey, hey. Klappt's jetzt, Susanne? Ja, ich bin auf dem Server. Sehr schön. Achso, du kannst immer noch nicht abkippen, ne? Komisch mit I, wenn ich I drücke, dann geht's. Dann kann ich ja abkippen. Wenn ich am Lenkrad abkippe, wo ich früher gehabt habe, geht nicht. Warum? Ja, früher hatten wir auch einen Kaiser, ne? Warum, weiß ich nicht. Ja, aber im anderen, auf den anderen Maps geht's. Ah, okay. In Singleplayer, auf Zweisternhof und so, was ich zock, da geht's. Aber hier geht's nicht. Weiß ich nicht. Komisch, komisch. Alles ist so eine Sache. Spinnt alles. Ich hab schon überlegt, das Spiel zu deinstallieren und nochmal installieren. Ob es dann was hilft mit dem. Ja, oder du kaufst dir eine andere Version, vielleicht ist sie besser. Warum ist Max wieder raus, Susanne? Ja, der spielt mit einer Freundin Conan. Ah, okay. Auf euren Server da. Ja, da hat's ja neu, weißt du. Conan, okay. Das Spiel habe ich auch irgendwo auf dem Ding. Ja, da soll wohl einiges sich geändert haben, sagt Susanne. Das ist echt cool geworden, bitte. Ich weiß nicht wie lang. 2 Stunden, 3 Stunden habe ich Spiel da aber drauf. Nee, da habe ich schon ein bisschen mehr, aber. Mir hat der eine Spaß verdorben, der eine Typ da mit seinem Server-Dings. Wo wir meinten, ja, ist. Ja. Conan. Conan Rust habe ich. Rust ist, habe ich auch schon länger nicht reingeguckt. Da können wir einfach eigentlich hier weiterfahren. Wie gesagt, das neue Spiel ist ganz lustig für das Geld. Ich hoffe, dass die Bugs noch rauskommen. Wieso, was kostet nur das? Es hat 12 gekostet und jetzt kostet 16, ja. Mhm. Ich würde es noch. Kriegst du auch schon für 13 Euro noch bei den. Bitte? Ist early, ja. Aber du kannst halt schon ziemlich viel machen, ne, Susanne? Eigentlich, also. Wie gesagt, wir waren schon in der Mine unten und können dann halt Sachen. Das erste, was ich auf dem Server gemacht habe, war ins Herz. Ja, das stimmt. Ging schnell bei dir. Wenn's da rumrennt, ne? Ja. Ich hoffe, dass meine Internetleitung durchhält. Ja, bestimmt. Gestern war schlimm. Gestern war. Keine Ahnung. Down. Ich hab ein paar Mal die Router neu gestartet, hat nichts funktioniert. Ja, Internet ist so schlimm, wenn man das nicht hat. Vor allem, ich guck ja auch, wenn ich nicht im Internet bin oder nicht spiele, gucke ich ja auch Filme und YouTube auf, hauptsächlich, und es läuft ja alles im Internet. Du kannst ja noch nicht mal sagen, okay, wenn ich halt hier kein WLAN habe oder wie auch immer, dann gucke ich vom Handy aus, das läuft ja nur über das WLAN. Ja, ich habe aber auf Handy normales Internet. Ja. Habe ich YouTube kostenlos, kann ich gucken. YouTube, Sky und alles, was mögliche habe ich. Netflix, das habe ich alles kostenlos. Ja, aber du musst halt im gleichen WLAN sein mit dem Fernseher, um da zu streamen. Also, Dings, ja, das weiß ich nicht. Aufs Fernseher meinst. Ja, ich gucke ja nicht die ganze Zeit auf dem Handy, das ist ja. Also, ich streame auf dem Laptop, aber wer ist das Ding? Auf einem Fernseher alles. Ja, ich schmeiß es ja eigentlich auch aufs Fernseher, aber jetzt weiß ich nicht, ob der mit WLAN verbunden sein muss oder genau. Nicht. Ja, doch, die müssen im gleichen WLAN sein, ja. Du kannst natürlich mit dem Handy eine Art WLAN aufbauen und sagen dann, okay, ich logge den jetzt darüber ein. Naja. Deswegen habe ich auch schon mal überlegt, es zu Hause abzuschaffen, aber so ganz kriegst du es halt nicht. Weil wenn das 5G kommt, ist das ja fast so genauso schnell wie Glasfaser. Je nachdem, wie weit man vom Mast weg wohnt, aber das soll ja, die Maste sollen ja wesentlich enger gestellt werden da. Ja, aber bis das wieder kommt. Ja.
Wo es wieder kommt, hier bei mir bestimmt nicht so schnell. Doch, das soll ja deutschlandweit kommen. Ja, ja. Ich habe erst vor... Wir haben geschrieben, also im Internet stand bei Batzi zuerst. Ich habe erst vor einem Jahr 50.000 Leitung bekommen. Alle ja. Dörfer hier in Umgebung haben schon 100, 150. Ich habe jetzt erst vor 1000, vor einem Jahr 50er bekommen. Ich habe auch noch 400.000. Davor hatte ich 5.000. Ja. Das war Maximum. Na, ich habe auch nur 400.000. Es kommt, glaube ich, 300 noch was an. Aber dafür meine 20 zum Upload, das ist wichtig. Weil mittlerweile die LS-Folgen, die sind 7 GB groß, also zumindest die gestern. Da haben wir auch doppelte Folge gemacht, also lange. Ja, aber für den Meiser muss ich mir doch die Scheiße da mieten, wa? Ja. Was für Scheiße? Da vorne ist andere Schneidwerk da. Ist auch beim Mähdrescher drin, ne? Oder? Beim Mähdrescher nicht, bei dem Schneid, da wo der Drescher Schneidwerk ist. Bei dem, wie kann ich das vor meinem Drescher machen? Das nennt sogar Maisflüger, Plüger. Gibt's eine eigene Rubrik. Ja, aber den kann ich von meinem Dinge machen, oder? Ja, genau. Was hast du nochmal? Du hast den Fendt, ne? Den großen, ja. Ja, da würde ich hier diese 4 Meter nehmen. Nein, alle gönnen sich die großen Maschinen. Ich gurke hier mit dem kleinen umeinander. Selber schuld. Nee, du kannst ruhig die großen nehmen. Aber nimm eins zum Zusammenklappen am besten. Ja, so, die letzten sind alle zum Zusammenklappen, die Capillo und so. Nee, ich hatte 9, was hatte ich drauf? 6 Millionen. Da fahre ich nicht mit einer kleinen Maschine hier, die Riesenfelder. So. Ja, ich habe mir nicht jetzt kleine, aber mittleren. Du hast ja auch einige Felder, ne? Habe ich gesehen, als ihr verkauft habt. Zwei Felder, zwei Wiesen. Achso, das waren Wiesen. Okay. Der Peter hat ein Feld gekauft, was Max hatte. Was der? Jetzt, oder? Feld 9. Ach so, okay. Dann. Muss das eben sagen. Naja, sind die nicht bei Schneidewerke drin? Nee, hab ich gesagt, die haben extra Rubrik. Oben drüber, Maisflüge heißen. Mais da. Und den vorletzten zum Beispiel kann ich jetzt auch an meinem Trott machen, oder? Ja, die kannst du. Ja. Der ist jetzt klappbar, ne? Da kannst du ja gut fahren. Dann brauchst du ja nur mieten, ne? Ja, wenn du jetzt nur einmal Mais machst, dann brauchst du ja nicht kaufen. Halt mit Mäuse und Dreck, ey. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, was er hat und da müssen wir erst richtig wieder in Fahrt bringen. Erste Silo füllt sich. Apropos Silo, wie sieht es denn mit dem anderen aus? 32%, wie viele Jahre braucht das denn? Ja, lange Zeit meine Silage, die ich gemacht habe, die ist erst bei 32%. Im Stress und deswegen muss man die Sonne ein bisschen drauf scheinen hier. Bisschen weniger Folgen, aber ich versuche es in Zukunft ein bisschen mehr rauszubringen, jetzt wenigstens auch fertig. Multiplayer, wenn nichts anderes, und dann schauen wir halt mal, wie es apropos fertig ist. Wie sieht's mit den Tieren aus? Müsste ich Urlaub haben und dann ja, weil die nichts zu essen haben, aber die haben zumindest Gülle voll, also und dann muss man und der Mist ist auch voll, also nichts zu essen kann ja nicht, die fressen Gras, aber Produktivität ist bei null, also ich komme natürlich keine neuen dazu. Ja. Ich warte hier auf meine Silage. Ah, BGA-Preise, die haben die richtig runtergeschraubt, ne? Ja, aber richtig. Lohnt sich ja fast nicht mehr ins BGA reinzupfeffern. Na, nicht die Silage, aber die Gülle will ich noch reinhauen und die den Mist auf jeden Fall. Weil wenn ich da 400 Kühe habe oder so, da werde ich schon ordentlich Mist haben. Und was soll ich da hin? Und dann
können immer noch die Geres entweder zu dir, wie du gesagt hast, oder halt ich pause aufs Feld, fertig. Ich habe versucht, von den einen von Taurus zu bekommen, so einen großen Güllewagen, aber der will den nicht abgeben. Sagt, es seiner. Dann soll er behalten. Dann soll er behalten. Ja, war so ein richtig großer Taurus. Müssen wir mal gucken, ob wir nicht irgendeinen großen Gülle-Anhänger noch bekommen. Der ist auch voll. Ich bin hier im Marathon. So, alle vier Fahrzeuge sind hier auf dem Feld. Nur der Fan, den kann man nicht lackieren. Alle anderen sind schön in grün. Oh, noch 2 Wochen, dann ist Urlaub angesagt. Nee, Chef hat angerufen, ist gestrichen. Ah, du fährst ja weg, ne? Ja. Warst ja. Schon. Tauf eine Kunde. Das gibt es nicht. Doch, da geht das Spanferkel-Essen bestimmt wieder. Ja. Hab schon bestellt. Und wie viele Schweine es gibt, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt dran. Und schaltet beim Batzi ein. Bis dahin, tschüss. Ciao, ciao.